Gleich wird die Musik nicht mehr dauerhaft unterbrochen. Moment. Wo bist du? Genau so. Dann sage ich mal Hallo. Ja. Und willkommen zurück zu. Boah, ist mir kalt, ich ziehe mir jetzt mal einen Pullover an. Aber eigentlich gerade zu Labyrinth of Refrain. Labyrinth of Disc. Liebster Kane, wenn du da bist, kannst du mal Hallo schreiben, Garantie. Wenn ich ein bisschen anders klinge, liegt einfach daran, dass ich angeschlafen bin. Nicht grippal, sondern einfach nur generell körperlich wirklich sehr fertig bin. Momentan alles sehr stressige Zeiten. Aber ich habe jetzt keine Lust, wieder quasi nicht Hobbys und so nachzugehen, nur weil das rechtliche Leben auf den Sack geht. Also muss man durch. So. Gut. Wir haben beim letzten Mal das quasi erste richtige Gebiet abgeschlossen. Was eine ganze Weile ging. Eigentlich bin ich ziemlich gut durchgekommen. Nur am Ende gab es einen Boss, wo ich auch ein bisschen gelackt habe und wo sich halt auch schon wieder die wunderbare Balance des Spiels gezeigt hat. Mit viel zu hohem magischen Schaden, obwohl ich schon ziemlich gutes, also Verhältnis, akzeptables Gear gegrindet und dezent Level und so drin hatte. Aber naja, das Spiel hier, nicht wahr? Ich glaube, wir haben nichts Neues freigeschaltet. Nö, Petition auch nicht. Auch nicht. Gut. Dann machen wir weiter zu Melon, The Buried Castle. Das ist der erste generelle hohe Anstieg in der Schwierigkeit, wo auch normale Gegner ein bisschen heftiger sind, aber vor allem wohl die Foes, also die quasi Foes, auch eine ganz andere Hausnummer sind, die man vermutlich noch zu Anfang vermeiden sollte. Allein schon der Spurenlevel ist echt übel. Das hier ist halt 1, ist dann halt 11 und dann wieder 22, ist halt echt übel. Aber naja, was wir machen. So. Kommen in meinem Food Storehouse. Kein nettes Gebiet. Aber schauen wir mal, wie es läuft. I study the wall. I will know if it's destructible or not. Ach ja, und die anderen Truhen habe ich mich noch nicht gekümmert. Ja, weil bei manchen können kosmetischer Kram drin sein, andere Sachen können aber halt, also es ist ein Fix drin, aber der Modifier könnte quasi neu gerollt werden. Das habe ich jetzt offscreen noch nicht gemacht, ich mache es halt einfach in den Stream, dann nehme ich mir einfach die Zeit für, weil es die Woche nicht so wirklich drin. Achso, ja. Information consists of. Ah, genau. Formations. Wollen wir kurz. Ah, genau, Formation. Zack, das sind halt alle vorne, alle hinten. Pinsir. Advanced. Decoy. Ja, Decoy ist ja perfekt. Vanguard Attack Defense. Moment. Fortify Comb Effect minus 20%? Das heißt, er ist schlechter oder halt besser? Plus 70%! Wow, das ist eine gute Sache. Moment, kann ich Formation ändern? Also die. Ah, genau, Position? Nee. Muss ich gleich noch machen, aber das könnte ich mal tun. Donum Attack. Ah ne, Donum Defense ist das hier. Aber es hat. Oh. Was hat das denn? Aber das hat dann eine Ranger vorne. Das mit der Rearguard. Ja, oh, das machen wir mal gleich, ne? Wow! Also können wir auch hier schauen, was seine Schwäche ist. Ah. Ich hab gehört, noch mehr Damage für eine Magier. Sehr gerne.
Ich muss Formation machen, glaube ich, oder? Ja, genau. Ups. Komm sie mal kurz so wieder zurück. Genau. So. Und Defense. Oh, einfach noch mehr Damage. Klingt gut. So, schauen wir mal. Let's get started. Ist natürlich eine Sache, dass jetzt halt auch die Position anders ist. Don't know power. Don't know power. That victory was certain. Muss danach mal Fock probieren. My edge is getting sharper. Es geht gerne. Ach, für einen blauen Stein kann ich jetzt noch mehr haben. Sehr gerne. Oh. Wird vorher nicht runterfallen. Game schneller geworden? Nö, daran soll sich eigentlich nichts geändert haben. Ja, zumindest habe ich nichts geändert. Aber ja. Ja. So. Gut, dass da einfach Mana gespawnt ist. Auch gut. Aha. Sind wir zurück am Start. Ich weiß, dass man hier auch in diesem Dungeon auch gerne mal sich durch Dunkelheit manövrieren muss. Ich wüsste nicht wie, also ich habe zumindest bei mir nichts geändert. Aber wenn ja, ist ja nicht verkehrt, ne? Spider-Man. Hold A, while advancing to make the store obstacles and jump. Treasure Points, ey. Das ist schon das nächste Gebiet. Hall of Champions. Nein, noch nicht. Ja, hier sind wir hier in absoluter Dunkelheit. I'm a very as a pitch black, but don't be afraid. Ich doch nicht. Solange es nicht Endes 2 ist, habe ich keine Angst. What of our defenses? Oh ja, Schaden. Gar nicht mal so wenig EXP. Also kaputt. Ah! Schon wieder der falsch aufstellende Charakter für dieses Spiel. Ah. Gibt's jetzt noch einen Weg? Dann können wir den anderen Weg gehen. Oh, Moment, es ist hier ein Event. Ah, du. So, jetzt schon wieder zurückgehen. Okay.
Dachte, es wäre erstmal weiter erkunden, aber gut. Ah, Magic Implosion Stone. Oh, wir haben den Alchemie-Code freigeschaltet. Gott, hätte ich das noch am Ende gespielt. Okay, erstmal der Market, neue Produkte. Ah, das ist, um halt die Arten der Charaktere zu ändern. Na genau, und das ist die Flut für Alchemie. So, der Alchemie-Pot, auch ein wichtiger Gegenstand, mit dem man sich auch sehr, sehr viel verbauen kann. Ich erkläre es einfach mal kurz selber, weil es ein bisschen schneller geht. Also wir können erstmal Sachen zerlegen für Mana und Seelen. So rüber können wir halt auch jetzt am Anfang hier Seelen kriegen, indem wir Schätze zerkleinern. Genau, also halt hier diese Pocket Botches und sonst was. Dadurch kriegen wir jetzt Seelenfioren raus. Das ist halt die Frage, was für eine Qualität die haben, da ich ja mit Seelen Level 0 spielen möchte. Was anderes halt, daraus können wir auch Mana rauskriegen aus diesen Sachen. Oder aus anderen Waffen kriegen wir dann auch Mana und ähnliches raus. Dafür sollte man die aber nicht aufbrauchen. Was man eher machen sollte, ist halt Synthesis. Du kannst in einen Gegenstand bis zu 8 weitere Gegenstände reinfuttern und dadurch können, werden generell halt Werte gesteigert, aber es können auch Dinge übernommen und kombiniert werden. Halt, wenn jetzt irgendeine Waffe hier zum Beispiel Elemente hat, hier zum Beispiel Poison Confuse, und du kombinierst mit anderen Waffen, die Poison Confuse dazugeben, dann kann sich das halt kombinieren zu einem besseren Wert oder halt auch andere Stasis-Effekte können mit reinkommen. Und ganz dolle wichtig ist, du kannst nur ein einziges Mal Synthesis auf einen Gegenstand benutzen und dann bleibt dieser so fixiert. Du kannst dann nicht irgendwie sagen, okay, ich disassemble ihn, um wieder meine Grundsachen rauszukriegen oder sowas. Was du halt einmal benutzt hast, ist weg. Und falls du das halt bei einer Waffe sehr früh benutzt und sie ist dann halt recht schwach für den Rest des Spiels, dann bleibst du schwach für den Rest des Spiels. Du kannst dich dann nicht nochmal weiter verbessern. Und meine Empfehlung ist, falls du selber mal spielen willst, dass wenn du Waffen bekommst mit einem Modifier, der dir nicht nur mit einem Milliarden, weil es gibt ein, zwei Modifier, die auf deine Waffe irgendwie quasi jeden Statuseffekt zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit draufhauen. Den hatte ich im ersten Dungeon, hatte ich dafür halt eine Armbrust bekommen und die war einfach überbastet. Natürlich habe ich die einfach am Anfang sehr halt mit Synthesis halt benutzt und dann war sie halt extrem schwach. Das heißt, den Charakter, den ich hatte, der konnte zwar Statuseffekte halt eigentlich immer prongen und viele Kämpfe nur dadurch gewinnen, aber er hat halt keinen Schaden gemacht. Statuswaffen wären aber für einige Kämpfe so relevant, dass ich da wirklich empfehlen würde, mit Synthesis zu warten, wenn du sowas findest. Bis du nach hinten kommst, wo du dann richtig starkes Zeug reinfüttern kannst. Weil es gibt ein paar Kämpfe, einfach in einem Postgame, wo das relevant ist. Bis dahin kannst du dich entsprechend generell durchspielen, durchschießen. Aber bis dahin würde ich halt, wenn du solche Waffen hast, noch warten, weil es ist besser, wenn du diese Stasis-Effekte landen kannst und zumindest dabei noch guten Schaden schießt. Ich meine, ich verstehe deine Reaktion, ich tue es mir jetzt ja quasi nochmal erneut an und du bist ja quasi mit bei, also von daher. Deswegen eine Synthesis noch nicht wirklich benutzen. Weil momentan komme ich auch ganz gut durch und ich will jetzt nicht verfrüht irgendwelche Gegenstände verfüttern, die man für was Besseres nutzen könnte. Aber ja, das heißt, ich könnte jetzt theoretisch noch viel mehr Seelenfionen erstellen und einfach gucken, was bei rumkommt. Ich könnte das jetzt auch quasi machen bei den Schätzen, weil die Fässer kann ich theoretisch, oder will ich das jetzt machen und irgendwie das mal was draufheben. Ich glaube, mit den Charakteren, die ich jetzt habe, ist das momentan noch okay, weil ich sowieso mit der Formation nicht viel ändern könnte. Und da sparen wir uns das einfach nochmal. Aber ja. Eine sehr wichtige Sache, sollte man wohl überlegt rangehen. Aber ja. Stimmt, ich habe jetzt gar nicht die Brigaden-XP gefarmt, ist ja egal. Gab es ein Schnelllauf-System? Ne, das gab es nicht. Strangers hat sich jetzt so viel besser gemacht. Aber ja. Aber die meisten Leute hassen dieses Spiel, weil ich echt nicht verstehen kann. Naja. What if our defense is? Damit, dass ich das resistiere und Fortify nutze, ist das gar nicht mehr so wenig Schaden, was es durchkommt. Muss bedenken, dass davor einen Schaden gemacht hat und jetzt macht das entsprechend mehr Schaden. Aber achso, jetzt könnte ich die Border zerstören. Ach, ich kann es mir hier erkunden. Let's get started.
What of our defenses? Damn! Donum power! Balance. Ah. Gut, mehr war das hier nicht. No backing down. Jetzt weiß ich nicht, ob das effektiv war oder nicht. Egal. Au. Egal. Und alles ist schneller als ich. Daran darfst du dich übrigens auch gewöhnen. Ich hab mich schon umgedreht. Okay, ich bin blind. What of our defenses? Donum power. Donum, I will obey. Ach stimmt, Facility Gegenstände, kann ich das jetzt noch machen oder noch nicht? Anziehen ist hier einzukauen, the code grant you amazing powers. Ja, aber wie mache ich das? Ich dachte, ich könnte es machen, sobald ich Alchemie freischalte. Deviant Shot Glass. Oh, Moment. Oh, ich habe gar keinen ausgerüstet. Puh. Okay. Puh. Und Starter Resistance of Minus. Ja, dann eher nicht. Dann eher nicht. Upsa. Sparen wir uns das mal lieber. Attack with 2 Damage Types with 2 Damage Icons, ja. Falls ich mal irgendwie, an irgendwas vorbeilaufe, was dir auffällt, wo du sagst, nein, ey, bist du Wahnsinniger, dann schreib das auf ruhig. Also Backseat Gaming ist quasi erlaubt. Waren die böse? Ich weiß es nicht. Ready Spring klingt nach One-Hit K.O. Donum, I will obey! Donum, I will obey! Also mal zu verbessern schauen. Perks of being average. Da würde mir jetzt keine einfallen, aber naja. Ich glaube nicht, dass ich einen Vorteil habe, normal zu sein. Und falls du zwischendurch natürlich Fragen hast, dass du die sehr gerne stellen. Zu welchen Mechaniken oder sonst was. Na! Okay, no backing down. Alles gut. Donum power. That was easy. Tactician package.
Der Nachteil ist natürlich, wenn du primär in Magiern halt agierst, dass du halt auf die MP halt angewiesen bist. Aber halt, die machen so einen absurden Schaden. Ach, da bin ich gerade runtergefallen. Dann möchte ich mal gerade wissen, da ist die Treppe. Ah, dann wäre ich da unten gelandet, okay. Ich höre bereits ein bisschen mehr wie bei der Fat Range, das stimmt. Wofür lange Set Path? Oh, kommt jetzt schon die Warnung für die Gegner. Okay. Okay. Nein, ganz schlechte Idee, das sollte ich mir noch sparen. Puh, bin jetzt schon bei denen da. Hab ich überhaupt keine Lust. Na, gehen wir mal durch. I will continue to grow even stronger. Stimmt, der Junge redet dann irgendwie mit Tonya. Was? Ist eine neue Dimension? Egal, mach Exploration weiter, weil Gameplay und Story sind einfach hart voneinander getrennt. Oh, halt was? Ah. Mhm. Okay. Noch mehr für Natures. Okay. Da kann ich jetzt eigentlich Sealed Items und so? Bin ich bei Force? Wie kann ich das machen? Ich weiß es nicht mehr. Da muss ich doch noch mal kurz nachschauen. Okay, ich muss noch ein bisschen was warten. Alles klar. Gut, nicht, dass ich da jetzt was falsch mache, das wäre schon blöd. So. Und das sind Frozen, die du nicht reinlaufen willst. Die war beim ersten Spieldurchgang waren ganz schön kacke. Und das sind die Ekarinen-Gegner.
sehr eklig. Jetzt soll ich erst noch zwei hintereinander zurück. Scheinbar nicht aggressiv, das ist ja auch nicht verkehrt. Dann gehen wir mal zurück. Gnomesblatt habe ich nicht. Ah. Der Coven of Soul Pact? Ah. Das ist natürlich ganz interessant. Ich kann bis zu 3000 Items tragen, das ist so geil. Bücher. Ja, weil man auch das ganze Geld dafür hat, ey. Ah, so gut. Stimmt, das beides hatte ich jetzt schon.
Da können wir uns das jetzt ja mal so quasi in der Theorie anschauen. Lucille. Du siehst halt auch schon, dass halt, wie viel sie halt kosten. Und du kannst an den Stats halt schon ein bisschen quasi halt einsehen, wie viel das halt also entsprechend halt, also was für Waffen das sind, ob es eine 1- oder 2-Hand-Variante ist. Und halt, wie viele und was vor allem, was für starke Effekte halt drauf sind. Halt die meisten kosten halt nichts, dann hast du halt welche mit 1600 und ähnlichem zum Beispiel. Jetzt mal den Hammer hier nehmen. Also ich sollte hier, oh, guck mal, hier hat ein bisschen Attacke noch dazu bekommen, Konstitution und kann ein bisschen zufügen. Was ist, wenn ich das jetzt neu lade? Ist jetzt genau gleich oder immer anders? Das habe ich noch nie getestet. Labyrinth of Refrain, Coven of Dust. Leider dauert reinladen immer ein bisschen. I've been waiting for you. Now then, allow me to continue this story. Scheint aber genau gleich zu sein. Na, schon mal einer hier. Okay, das ist einiges an Verteidigung, aber es ist auch eine Two-Handed-Variante. Also, Wieder Livestock-Collar. Mensch, das ist aber ja schon schlecht, was ich alles bekomme. Ja, das war ziemlich schlecht. Na gut. Einmal so gut. Nein, kann das so bleiben. Na, halt. So, probieren wir mal einen der Faust zu klatschen und zu gucken, einfach wie es läuft.
get started. What? Achso, stimmt, Flöhe gibt's ja auch. Boah, 4700. Boah. Na, schauen wir mal, nicht wahr? Gar nicht mal wenig Schaden. Jetzt kann er aber leider angreifen. Oh, das ging sogar. Wow. Wow. That victory was certain. Wow. Busted. Oh, okay, this is so busted. This is so busted. What the hell? Achso, weil ich den Stauseffekt habe, sehe ich ihn gerade nicht. Oh, das war jetzt ein bisschen knapp. Wow. Wow, ey. Eine Frage, was es ist. Nur Fumm und Lob, während er angreift. Muss ich mal schauen, wie der ist. Aber Strategy könnte ich theoretisch benutzen. Dann müsste ich mir mal die ganzen Fähigkeiten anschauen. Was kann ich dann machen? Let's get started. That was easy. Okay. Der Golem. What of our defenses? Donum power. Donum power. Donum power. My favorite formation. Donum power. Donum power. That was easy. Einfach random Tactician Pack gedroppt bekommen. Oh, okay, wenn der jetzt doch ein bisschen besser wäre, wäre das gar nicht mehr so schlecht. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Schlüssel.
Blaua. Aber ja, ich kann sie klatschen, das ist erstaunlich. Never felt better. Ich will sagen bastel, aber what of our defenses? Donum power! Justice has been dealt! Wo steht SPRT? Ich weiß es nicht. Backing down. Ja gut, ich nehme jetzt mal an, dass der weniger zu bieten haben wird als seine Eltern. What of our defenses? Donum power! Donum power! Well. Unspannend. Nein. Meinst du? Das Spiel so leichte Battles-Probleme hat. Oh. Ist halt echt erstaunlich, ne?
auch wieder Tipps hier. Ehner, die weich aussehen. Ich bin wirklich erstaunt, wie einfach das hier gerade alles ist. Aber hey, wenn man mal magische Charaktere ausnutzt, nicht wahr? Statt dass man sich dann wieder so eine ganze Party baut aus jeder Klasse, wenn man denkt, oh, man muss Abwechslung haben. So wie bei Ethan Odyssey und ähnlichem. Pitfalls. So, was ist das? No backing down. My favorite formation. Don't unpack them. Justice has been dealt. Okay, einfach mal fast das 10-fache an Schaden gemacht durch den Gore-Hit. Muss ein Kopftreffer gewesen sein. Kann ich mich anders erklären. Ist den Shield. No backing down. My favorite formation. Donum power. Donum, I will obey. That was easy. What of our defenses? Ich glaube, Giftschaden kann sogar töten. Das heißt, wenn ich Pech hätte, würde ich dann im Kampf einfach sterben. Okay.
Versuche ich die ganze Welt zurücklaufen? Eigentlich nicht. I will continue to grow even stronger. Nur das war mit dem Flash-Fieses. Sehr gerne. Wir müssen. Ah, das ist für Training, okay. Das ist tatsächlich woanders. No backing down. Ich hab keine Ahnung, was das sein wird. That victory was certain. Ich bin immer DP. War das hier nicht der Trainingsort? Ich glaube, das ist der Trainingsort. Wir können dann solche Riga Metallicas auftauchen, die halt recht schnell abholen wollen und die geben eine ganze Menge XP. Aber wir haben eine Coven, die halt quasi diese in einem Schuss zerbrochen. No backing down. Ich glaube, das wäre halt dann der Raum, wo man halt trainieren würde. Oder versuchen würde zu trainieren zumindest. Let's get started. Ja, da ist er.
natürlich auch nur anfällig gegen Blunt, wie man es ja kennt. Okay. Schaden. Stay focused. Also schlecht. Na gut. Also er war kein richtiger Boss, wenn er jetzt nicht als normaler Gegner auftaucht. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich will Refrain Belts bekommen. Oh, andere Bossmusik. Okay. Schauen wir mal. What of our defenses? Donum power. Yeah, Donum power. Donum power. Das sind einige HP-Werte, aber ich mache viel zu viel Schaden. Ja. That was easy. Ja, was easy momentan ist das sehr zutreffend. Parasitic Pact. Let's get started. Jetzt muss ich zwangsweise irgendwie einfach den Kampf ohne Shit.
Das ist aber ohne First Strike. Mit einem Crit. Oh, was für ein Spiel, Balance, Mann. That victory was certain. Ach, bis wir zum Endgame kommen, dann werde ich ja nur sterben, ich sehe schon. Aber schön, dass das Spiel die ganze Zeit so sagt, nee, die darfst du auf keinen Fall bekämpfen und dann zwickt es sich gegen einen. Kann man auch machen. No backing down. Oops, that victory was certain. Bisher habe ich echt kein Glück mit den Random Wurfs.
Oh nein. We should back down. Nein, danke. What of our defenses? Donum power! Donum, I will obey! That victory was certain. That victory was certain. Oh, ich glaube, dahinter ist der Boss. Nee, noch nicht ganz so. What of our defenses? Donum power! That was easy. Thank you.
Das war ziemlich erfolgreich. Das ist was gewesen. No backing down. No backing down. Steiner. Sounds like a great plan. Donum power. That was easy. Never felt better. What of our defenses? Donum power! Donum pressure! That was easy. Das hat mir zwar wohl nicht geholfen. Wait? Ich bin ein bisschen verwirrt. Da unten gab es noch was.
Let's get started. Donum power! That victory was certain. I will continue to grow even stronger. Das war ein Turm. Das ist auch ein Turm. Ich bin halt ein bisschen sehr verwirrt. Da fallen sich auch schon nicht die Optionen. Was? Oh, die drei Welten. Okay. Also muss ich dann noch einen anderen Gebieten was machen. Okay. Dann ist wahrscheinlich hier. Es ist ja auch ein Event, das aber. Ah. Aber wenn ich mal hier bin. What of our defenses? Damn! Donum power! Yeah! The time is- Donum power! Donum power! Donum, I will obey! Donum power! Donum power! Schaden.
get started. My favorite formation. Got it! Donum power! Donum power! Donum power! What of our defenses? Weak! Yeah! Donum power! Donum power! What of our defenses? Damn! Donum power! Alex, the time is- Donum power! Donum, I will obey! Damn! Let's get started. What of our defenses? Donum power! Donum power! That was easy. Oh, das hat der Will gegeben, holy shit. Was, wenn ich da jetzt hingehe? What of our defenses? Donum power! Donum power! Huh? Donum power! Sounds like a great plan! Damn! That was cool! That was easy. Oh, fuck.
What of our defenses? Donum power! Donum power! Yeah! Donum power! Ich weiß, dass diese Statuen noch irgendwas droppen können. Boah, erstmal Erfahrungspunkte. Ich bin hier viel zu früh. Oh, kein Drop, ist das aber traurig. Das ist traurig. Our defenses. Ihr sollt hier gar nicht sein. Aber es geht, erstaunlicherweise. Aber es geht. Na, Let's get started. Ah.
I will continue to grow even stronger. What of our defenses? Donum power! That was easy. Guten Neckhunter. Okay. Okay. Schwache Magie, das ist natürlich bei meiner Party recht gut. Oh,
Mann, die sind auch rusted. Wirklich? Alles, was ich hätte haben können, ist rusted. Mich auch. No backing down. No backing down. Was certain. Drei Seiten.
Das ist nicht schlecht. Wow. Donum power. Donum, I will obey. Yeah. Donum, I will obey. Yeah. Donum power. Donum, I will obey. That was easy. Never felt better. Thank you.
No backing down. Oh, gut. Ja. Versuchen wir es mal. I appreciate it. Jetzt habe ich ihn bekommen, wo ich es alles schon geöffnet habe. Ja, danke. Backing down. I will. Oh, they've grown again.
What of our defenses? Damn! Yeah! Donum power! Donum, I will obey! Donum, I will obey! What? That victory was certain. What of our defenses? Damn! Donum power! Donum power! Donum power! The time is now! Everyone attack! What of our defenses? Donum power! Donum power! Yeah! That was easy. Thank you.
What of our defenses? Weak! That was easy. What of our defenses? Donum power! Donum, I will obey! Donum power! That was easy. So ganz gut für das Sturm. What of our defenses? Damn! Donum, I will obey! Donum, I will obey! That's what you're gonna do. That was easy.
Okay, das Gebiet kann ich dann ausgehen, ein bisschen mehr erfahren, glaube ich. Ein bisschen kann ich auch machen. Das könnte auch ziemlich gutes Equipment kriegen für die Zeit. That victory was certain. I will continue to grow even stronger. No backing down. What of our defenses? Donum power! Yeah! Donum power! Donum, I will obey! What of our defenses? Donum, Donum, I will obey! Donum power! That victory was certain. Thank you.
weil das ein bisschen umständlich ist und zu schlecht zu können bringen kann. That victory was certain. No backing down. Oh, what? Thank you.
I appreciate it. I appreciate it. What of our defenses? Damn! That victory was certain. Thank you.
I appreciate it. Thank you.
Sehr schön. So. Die anderen Portale erstmal entfernen. So, können wir jetzt ja das tatsächliche Gebiet mal weitermachen, ne? Weil ich ja erstmal mal ins zweite rein muss. No backing down. Donum power! Donum, I will obey! That was easy. What of our defenses? Donum, click check. That victory was certain. Thank you.
get started. Damn! Huh? Donum power! That victory was certain. Optional Bus, okay. Sounds like a great plan! Yeah! Donum power! Okay. Thank you.
never felt better.
Oh. Hang on. Best offense is a... I'll protect you. Thank you.
started then. Oh, das hebe ich mir noch für eine andere Klasse auf. Thank you.
Fetzen. Bin ich mal gespannt. Get started. My favorite formation. Damn! Donum power! Huh? Donum power! That victory was certain. Thank you.
Donum power! That victory was certain. I will continue to grow even stronger. Gut, dann mache ich jetzt hier so fair und wird wahrscheinlich ausgehen, einfach kurz die Charaktere ein bisschen trainieren. Also nicht jetzt, weil ich schon ein bisschen spät, aber ja, das war doch recht erfolgreich. Also machen wir alles dann beim nächsten Mal. Und wenn der Dungeon durch ist, dann kommen noch mehr neue Charaktere dazu. Da freue ich mich, sage ich euch. Aber das machen wir dann. Bis dahin und ciao. Du warst tatsächlich sogar noch da. Ich dachte, du bist eingeschlafen bei dem Spiel, weil das so furchtbar spannend war. Oh, warte. Die Story kann sie gar schon machen. Gut. Oh, was Neues. Oh, ich wollte doch mal Ende machen. Wie ist Bing Shield? Ah, jetzt kann ich das Feature auch so nutzen. Geil. Gefesselt. Ich hab's jetzt schon freigeschaltet. Oh, Moment, das machen wir jetzt noch ein Stream. Let's go! Ach, jetzt schon, er ist ja perfekt hier, sag ich dir. Auf die habe ich gewartet. Nämlich die Gothic-Goppelia. Diese sind auf Gorhits spezialisiert. Und benutzen auch Hämmer, was natürlich sehr praktisch ist, aber vor allem sind halt auf Gorhits spezialisiert. Und das ist halt auch eine viable Strategie. Von daher. So. Weil wir natürlich Fettstärke haben und okay, wenn es natürlich geht. Okay, die beiden sind glaube ich einzeln, ja, das hier auch. Das ist so nicht viel. These aren't ears, it's my hair. These aren't ears, it's my hair. These aren't ears. Holding my... Watch your mouth! Huh? You! Huh? I like big berry pies! Let's go, let's go! Perfekt. Keine Agilität. So.
muss ich mir nochmal durchlesen. Also so hat der Mist funktioniert. Okay, gut. Das ist shit. Ich weiß auch nicht, was die Standardwerte sind. Dann will ich jetzt mal kurz nachschauen. Ah, das ist jetzt schon. Oh, was nicht mein S Plus darin? Ist das dein Ernst? Ja gut, mit S-Plus-Waffen muss ich Moonstance gehen, aber sollte alle Sachen mit zwei Stunden machen. Dann würde ich nicht nur Hammer benutzen können, sondern auch später auch Lanzen, wie soll ich sagen. Gehst oder alles mitnimmst, aber alles mitnehmen heißt dann halt Moonstands. As you wish, Master. Wow. Okay. Das heißt, die müsstest du rühren in die Klasse, damit du oder irgendwas anderes auf S-Plus kommst. Ja, das ist bescheuert. Das ist dumm. Gut, das ist also nur für Seelentransfer relevant. Labyrinth in dem Fall ist nur Hammer. Coven of Dusk. I've been waiting for you. Now then, allow me to continue this story. Ungünstig, aber okay. Watch. All right, all right. Yeah, yeah. These aren't ears. Gut, den Rest davon kann ich jetzt noch ausführen machen. Bis dann und ciao.